Guten Morgen zusammen. Ich bin ja jetzt hier in Norwegen unterwegs. Wer das letzte Video gesehen hat, weiß das, dass ich jetzt im Grunde vorhin hier angekommen bin. Habe jetzt hier oberhalb dieses Sees, so ja, 50 bis 100 Meter von hier, einen schönen Platz, wo ich stehen kann. Und werde jetzt gleich mal hier entlang des Oslofjords so eine Runde mit dem Rad drehen, vielleicht auch ein bisschen laufen dazwischen, weil wie ihr sehen könnt, gibt es hier bestimmt einige schöne Flecken zu entdecken. Ein kleiner Reim. Fein, fein. Es ist so ruhig hier. Es ist unglaublich. Ich habe noch meine dünne Daunenjacke an, weil 10 Grad mittlerweile. Aber die norwegischen Kinder hatten noch kurze Hose und T-Shirt an, die Richtung Bushaltestelle gingen und auch schon standen. Die sind da andere Temperaturen gewöhnt. Aber ich muss sagen, mir ist das noch ein wenig frisch. Ob ich letztendlich hier mit dem Auto stehen bleibe oder nicht, wird sich noch zeigen. Je nachdem, was ich jetzt beim Radeln und Wandern hier noch für schöne Plätzchen entdecke. Oder ob ich sage, ich will auch noch ein bisschen weiter. Aber das entscheide ich irgendwann im Laufe des Tages. Es müsste jetzt irgendwie so 8 Uhr rum sein, schätze ich. Und daher habe ich ja noch jede Menge Zeit, den Tag zu genießen. Und ich hoffe, ihr bleibt dran und könnt dann auch das Video genießen. Kurzen Wassertest. Ja, definitiv frisch, aber man könnte reingehen. Beeindruckend. Oder was meint ihr? Also hier müsst ihr Kommentare schreiben zu so, ja, sowas Besonderem wie Norwegen. Vielleicht sehe ich das auch nur so, weil ich das erste Mal hier bin, aber diese Weite, diese Natur, also unglaublich. Hier ist gerade mal so eine Übersichtstarte aus der Region Sarpsborg und das Ganze hier heißt Kvastebjen. Und genau da bin ich jetzt gerade und werde mal gucken, wie weit ich da mit dem Fahrrad dann fahre, um mir die ganze Ecke anzuschauen. Aber wie ihr seht, führen da schöne Wege rundherum. Und auf einem dieser Wege bin ich hier gerade. Auch guckt euch das an. Da steht ein Reh vor mir. Ist das nicht toll? Wahnsinn. So, ich bin jetzt weiter unterwegs Richtung Frederiksstadt, heißt das, glaube ich. Mit dem Namen habe ich noch so meine Probleme. Ah, habe ich eigentlich immer. Auf jeden Fall Richtung Gamlebyen. Das ist die Altstadt. Und da soll es Häuser geben, die halt über 300 Jahre alt sind und die Festung noch. Und der Fluss, der der ganzen Region hier im Grunde den Reichtum brachte, soll dort besonders breit sein. Eine Flussfahrt ist nicht mehr möglich, da gestern der Fährbetrieb eingestellt wurde. Ist jetzt schon Wintersaison wegen den Fähren. Oh, da drüben sieht man schon den Festungswall mit den Kanonen. Erkennt ihr das? Ich fahre gleich mal rüber. Wobei, hier rechts ist auch schon ein Stück von der Wallanlage. Bin ich ja echt nah bei schon. Ja gut, hatte ich nicht so auf dem Schirm. Da erkennt man es, brauche ich nicht erst rüber. Toll. Und wenn man hier um die Ecke kommt, ist diese kleine Holzhebebrücke.
Und da geht's aufs Gelände. Das werde ich jetzt erstmal machen. Oder ist ein Stadttor? Ich werde sehen. Dieses schnucklige Häuschen hier vor mir ist die Glashütte. Und da schreibt sich im Grunde, wie bei uns in Deutschland, nur an Stelle des Üs kommt ein Y. Es ist zu überlegen, ob ich dann hier rechtsrum über die einzelne Brücke am Wasser entlang fahre oder erstmal reingehe. Aber wie ihr schon erkennen könnt, bin ich zu neugierig, was mich da erwartet. Und durch den Torbogen sieht man schon so ein Stück vom Stadtbild. Also nicht Burgeingang, sondern Torbogen oder Stadttor. Jetzt sagt der ein oder andere, der ist nach Norwegen gefahren, um sich eine Stadt anzugucken. Ja, ich fange ja hier in Südnorwegen an und arbeite mich dann langsam durch. Und das wird alles beinhalten, sowohl Natur als auch Städte. Und hin und her gurken will ich auch nicht, deswegen wird einfach der Reihe nach alles angeschaut. Und so sieht's aus, wenn man hier erstmal Richtung Stadt kommt. Dann geht's zum Skomaker und zur Galerie. Aber erstmal finde ich es ganz toll hier mit den Häusern von der Architektur her. Auch hier zu dieser Seite. Wo der Hund gerade am Brunnen sitzt. Gehe jetzt mal ganz systematisch vor und fahre hier jetzt zur äußersten Straße, wo es dann da links reingeht, um auch nichts zu verpassen, und werde dann einfach Straßenabschnitt für Straßenabschnitt erradeln oder ergehen. Hier geht gerade so ein unbefestigter Schotterweg rein. Am Rathausgarten. Ach, Rathausgarten. Jetzt, wo ich es ausgesprochen habe, ja, erklärt es sich von selbst. Oh, ein Wohnmobilstellplatz. Na, mal schauen. Aber die Häuser sind doch schnuckelig hier. Was meint ihr? Aber man darf nur von 8 bis 18 Uhr hier parken. Also oben ist immer wieder diese Wallanlage zu sehen. Die werde ich nachher nochmal einzeln machen. Ich konzentriere mich jetzt hier nur erstmal auf die Altstadt. Da jetzt auch einige Kommentare kamen, dass die Videos definitiv nicht zu lang sind, werde ich auch mal nicht so sehr darauf achten, irgendwelche Zeiten einzuhalten. Hier jetzt auch noch mal so ein Blick auf die andere Seite von diesem Stadttor, wo ich vorhin reingekommen bin. Und hier sind ganz viele von diesen kleinen Lädchen, teilweise Cafés, Informationseinrichtungen, Hotels, also wirklich schnucklige kleine Altstadt. Und das Kopfsteinpflaster geht sogar. Ist fahrbar. Und die nächste Querstraße zeigt in der Mitte schon ein Denkmal, was ich jetzt natürlich nur von hinten sehe. Aber das wird sich ja gleich ändern. Hier ist jetzt dieser Platz, den ich erst einmal so im Schwenk zeigen wollte, weil der unheimlich gemütliche Ruhe ausstrahlt. Empfinde ich zumindest so. Jetzt blendet die Sonne zwar gerade ein bisschen, aber das ist die Statue von Frederik II. Fahrräder sollte man auch hier nicht zu lange unbeaufsichtigt stehen lassen. Ich würde euch am liebsten schon die andere Seite hier zeigen von dem Fluss. Ich erhasche immer mal wieder einen Blick. Aber gibt es erst gleich. Wird aber super. Hier ist das Gamle Bien Kulturhus mit einem super schönen angelegten Garten.
Nach dem Kulturhaus kommt dann hier das Museum von Friedrichstadt von 1775. Links davon ist die Kirche und dahinter noch so ein herrliches Gebäude. Aber ich steige erstmal wieder ab, weil das Kopfsteinpflaster doch jetzt mehr als ruckelt. Jetzt mal hier durch den Torbogen durch. Zu einem Innenhof, ja, genau. Wo eine Galerie ist. Oh, und ein altes Flugabwehrgeschütz, was aber garantiert nicht hier zeitgenössisch sein soll. Also die Kirche hat man ja gerade so einen kleinen Schwenk gesehen. Ist halt ja eine klassische Kirche, heißt hier übrigens Kirke. Und viel faszinierender finde ich das Gebäude, wo ich gerade schon die ganze Zeit drauf halte. Mit dem Türmchen da oben, den kleinen Zinnen. Da auf der Ecke steht auch, was das ist. Da gehe ich jetzt erstmal rüber und werde euch das dann gleich noch sagen. Da steht dran, dass das das Neue Rathaus von 1848 ist. Da wussten die Gemeinden damals schon, wo sie das Geld prachtvoll einsetzen können. Nicht nur heute. So, aber jetzt, wie versprochen, eine Runde auf dem Wall, der hier diese ganze Anlage umschließt. Auch entlang dieser doch imposanten Kanonen. Und zwar fast ab da, wo ich hier Friedrichstadt gestartet bin, bei dieser Holzbrücke da vorne und dem Teich. Und hier fahre ich dann jetzt einmal die komplette Runde. Jetzt bin ich hier nochmal in so einem kleinen Innenhof angekommen, wo man dann oben den Wall sieht, wo ich gleich wieder hoch muss. Aber den Innenhof wollte ich mir auch nicht entgehen lassen. Hier sind so kunsthandwerkliche Sachen teilweise ausgestellt, wie da drinnen die Spinnräder. Und hier gibt es eine Boutique, wofür auch immer. Das erschließt sich mir jetzt gerade noch nicht. Es sieht aus wie Puppen oder ähnliches. Und Toiletten. Toiletten gibt es hier echt überall und reichlich und immer picobello sauber. Und kostenlos, das kommt noch dazu. Und dort sind zwei Ziegenböcke, die hier wohl zu Friedrichstadt gehören. Es duftet auch schon nach Ziege. Und hier sieht man ganz schön, wie sich das mischt. Da drüben ist der neuere Teil. Und dann muss man über diese Brücke. Und das können ja die Norweger oder die Skandinavier Brücken bauen. Das ist echt der Wahnsinn. Es ist hier auch viel gibt, sind Katzen. Da unten sitzt wieder eine. Und die haben alle ein Halsband. Also nehme ich mal an, dass die auch irgendwo zugehören. Da unten läuft so eine Sprenkleranlage, damit auch ordentlich Sauerstoff ins Wasser kommt, nehme ich mal an. Und dahinter ist schon mal das Flüsschen zu sehen. Und hier jetzt mal so ein richtig schöner Schwenk über dem Fluss. Der hier laut Reiseführer übrigens am breitesten sein soll. Und durch ganz viele Schleusenanlagen etliche Kilometer nutzbar ist. Kommt ja auch so schön an diesen kleinen Häfchen vorbei oder Bootsanlegern. Und dann immer hier oben entlang. Ist das nicht ein toller Anblick? Ich denke mal, dass ich nachher auf die andere Seite auch noch irgendwie rüberkommen werde. Und
das ist so eine Ruhe hier. Wir haben Mittag. Es ist jetzt ja 11.30 Uhr. Was sich mich hier nicht ganz erschließt, ist, warum anfangs extra Wege ohne Treppen sind und wenn die Wege enden, immer nur Treppen. Hier wieder so ein schönes kleines Café. Und die obere Terrasse nochmal mit den Kanonen. Hier oben darf man nur alkoholfrei trinken. Auch nett. So, jetzt bin ich wieder in der Innenrunde angekommen, mehr oder weniger. Hier rechts von mir ist der Fluss noch. Und dort vorne sieht man über den Häusern ein Schiff, was doch relativ groß wirkt. Und da die Option besteht, hier verschiedene Radwege zu fahren, werde ich das jetzt als nächstes in Angriff nehmen. Und da geht's gleich rüber. Ist doch ein traumhaftes Fleckchen hier. So, hier geht's jetzt durch so eine kleine Unterführung von 1734. Ich würde sagen, die Deckenhöhe ist ungefähr 2 Meter. Und es fühlt sich gut an. Also eine tolle, sehr gepflegte Anlage hier. Es ist alles immer picobello sauber. Das ist mir auch schon auf den Straßen hier aufgefallen. Also es liegt nirgends Müll an Autobahnausfahrten oder sonst was, wie man das so bei uns aus dem Land kennt. Da sind hier echt wesentlich disziplinierter. Wenn man jetzt hier unten am Wasser herfährt, kommen auch überall so Tische und Bänke, wo man sich echt mal kurz ausruhen kann und diesen herrlichen Blick genießen kann. Da vorne sind diese größeren Schiffe. Ich weiß nicht, ob man da gleich noch hinkommt. Ich zoome es jetzt erst einmal, um es mal zu verdeutlichen. Und dahinter geht es weiter raus Richtung Fjord. Das müsste das Oslofjord sein. Ich möchte es nicht garantieren, aber es sollte so sein. Und da werde ich mich jetzt auch noch wahrscheinlich ein bisschen länger irgendwie dran aufhalten, weil es nicht das kleinste ist. Oder es wird immer mal wieder vorkommen. Da drüben hier, dieses kleine Häuschen in dem Felsen. Und so schön zieht sich das hier weiter. Aber jetzt auch mal hier von dem touristischen Bereich da vorne weg, was das Schloss und so angeht. Die Wohnhäuser hier in der Umgebung müssen sich auch nicht verstecken. Das ist auch mal ein nettes Wohnmobil. Bisschen riesig, aber nett. Ich bin jetzt hier, glaube ich, auf irgendeinem Firmengelände. Aber da standen keine weiteren Schilder. Ich muss mal schauen, wie weit ich mich hier noch rein begebe, weil letztendlich ist das jetzt Industriehafen hier. Und alles private Bereiche, so wie ich das erkenne. Ja, da vorne kommt auch schon wieder ein Zaun. Ja, ich glaube, ich drehe hier mal. Wie ihr sehen könnt, ich habe noch nicht gedreht, weil ich noch eine Gasse gefunden habe und bin schwer begeistert. Vor allem No Smoking groß da drauf. Wenn man jetzt riecht, wie es hier nach Chemikalien duftet, kann man das nachvollziehen. Die beiden netten Herren haben mich gerade darauf hingewiesen, dass das doch ein Sicherheitsbereich ist. Und auf der anderen Seite extra Wachpersonal ist, damit hier keiner reinkommt. Aber das kann ich ja nicht riechen. Sie waren sehr freundlich. Wollten auch wissen, ob ich Interesse hätte, ein Schiff zu kaufen. Ansonsten sollte ich doch jetzt langsam umdrehen. Habe ich hiermit getan. War trotzdem schön. Und auch solche Erlebnisse finde ich immer zum Schmunzeln. Dort vor mir ist wieder eine weitere Festungsmauer zu sehen. Da radel ich jetzt mal hoch. So schnuckelig, wie das alles hier ist, dadurch, dass der Industriehafen hier Luftlinie, ich würde sagen 100, 200 Meter ist, ist hier ein relativ starker Geruch nach Lösemitteln irgendwie in der Luft.
Ja, sieht doch erstmal beeindruckend aus, würde ich sagen. Da lohnt auf jeden Fall der Weg, das Fahrrad irgendwo abzuschließen und mal hochzugehen. Weil fahren ist nicht mit den Treppen. War gar nicht so einfach abzuschließen, weil diese Pfosten hier so breit sind. Da kommt das Schloss kaum rum. So gut wie es ist, aber manchmal... Naja, jetzt geht's auf jeden Fall hier hoch. Und zwar wirklich hoch. Und so ist der erste Blick, wenn man reinschaut. Ja, muss noch ein bisschen vorsichtig machen mit meinem Rücken. Ja, so ein bisschen merke ich das doch noch. Nach links ist nur eine Mauer. Nach rechts ist das Gebäude zu sehen. Aber ich denke mal, ich gehe erst hier hoch. Das sieht irgendwie nach Weg aus. Von der Rückseite zeige ich es gleich. Das ist dieses kleine hintere Gebäude, was man noch gesehen hat. Und dann kommt man da vorne schon wieder zu dem Torbogen, wo ich reingekommen bin. Eine kleine Festungsanlage, wahrscheinlich um als Schutz vorm eigentlichen Stadtkern zu dienen. Ja, und hier, wie versprochen, der Eingangsbereich von innen. Gab hier jetzt nicht ganz viel zu sehen, aber ist schon interessant gemacht. Und das ist das Kongsten Fort von 1685. So, nachdem ich mir jetzt den Wanz vollgeschlagen habe, mit einer Riesenportion Nudeln, Sauce Bolognese, strampel ich mal hier über die Brücke und möchte mir dann die andere Hälfte der Stadt anschauen. Denkt euch mal den Straßenlärm weg und dann genießt dieses herrliche Bild. Die Brücke an sich, wenn man hier jetzt so steht, ist so am Schaukeln und am Schwingen, das denkt man gar nicht. So, ich gehe jetzt mal ein Stück durch die Fußgängerzone hier. Da werde ich auch nicht erschrocken von diesen ganzen E-Autos, die hier so leise rumschleichen. Das ist echt irre. Aber merkt ihr, wie ruhig das hier ist? Also man hört echt nirgends irgendwas Lautes, außer es ist eine Baustelle. Also das ist alles hier unheimlich schön angelegt. Auch in den Seitenstraßen ist dieser alte Charme so teils beibehalten worden. Ist echt toll. Hier im Hintergrund nach dem Denkmal ist wieder eine weitere Brücke zu sehen. Und daher denke ich, dass es da wieder Richtung Wasser geht. Also erstmal da lang. Weil shoppen gehe ich sowieso nicht. Es ist nur schön, mal die Innenstadt zu sehen. Da sieht man schön, wie man am Wasser sitzen kann. Und da werde ich jetzt erstmal runtergehen und mich auch auf so einen Hocker setzen. Mal gucken, wie bequem die sind. Aber echt, das ganze Leben hier spielt sich draußen ab. Man merkt das richtig, wie das dafür ausgelegt ist. So sieht's aus, wenn ich in der Sonne sitze. Es ist herrlich. Man hat hier einen guten Blick so übers Wasser auf die anderen Gebäude auf der gegenüberliegenden Seite. Und ein reges Treiben hier. Hier mache ich erstmal ein Päuschen. Es sind übrigens nur 19 Grad im Schatten. Aber so in der Sonne ist es super angenehm. Ich habe mich doch nochmal dagegen entschieden, jetzt schon rüber zu fahren, weil ich hier gerade diese Seite gesehen habe. Und dann doch lieber erst einmal am Ufer entlang fahre. Die andere Seite ist auch schön. Aber kein Vergleich zu den Gebäuden, die hier auf dieser Hälfte sind. Auch dieser Anblick hier von der gegenüberliegenden Seite. Wie gesagt, ich bin jetzt mitten in der Stadt. Das kann sich echt alles sehen lassen. Also hier gibt es einen Wohnmobilstellplatz direkt am Wasser, der offiziell ist. Und das läuft anscheinend über so eine App, aber so wie ich das verstehe, trotzdem kostenlos. Man muss sich nur registrieren, damit man die 4 Tage nicht überschreitet.
werde mal nachher schauen, ob ich mir diese App laden kann. Und falls ich mir diese App laden kann, muss ich natürlich auch gucken, ob es die vielleicht zumindest in Englisch gibt. Weil auf den Schildern hier ist alles nur auf Norwegisch leider. Ich meine, man kann so das eine oder andere rausschließen, was da steht, aber bei so Sachen mit Paragraphen drauf ist das eher schwierig. Also diese ganze Seite, wo ich jetzt gerade hierher bin, ich habe jetzt auf dem Rückweg die andere Hälfte nicht mehr gefilmt, weil die Leute wirklich über den Restaurants sitzen und am Essen sind. Aber auch da alles total entspannt. Hier kann man Corona echt vergessen. Es gibt keine Auflagen, keine Masken. Hier und da steht Desinfektionsmittel, aber das war's dann auch. Und scheint auch zu funktionieren. Naja, ich werde jetzt erstmal in die Richtung weiter. Mir sind jetzt schon so einige an den Ecken, wo man hier rumkommt, im Grunde auf meiner Seite entgegengekommen. Also entgegengesetzt der Fahrtrichtung waren die unterwegs. Und es wird überall nur gelächelt und einmal genickt und das Thema ist gegessen. Ist richtig schön. Ich weiß nicht, ob das überall so im Land ist, aber hier wirkt es auf jeden Fall so, als wenn es normal wäre, dass alle entspannt und freundlich sind. Natürlich gibt es hier auch Ecken, wo Obdachlose sitzen und ihren Alkohol konsumieren, aber im Großen und Ganzen ist das ein super Auftakt für Norwegen. Und wenn ich mich erstmal ein paar Tage hier akklimatisiert habe, dann fällt mir auch das ein oder andere wieder leichter. Wie zum Beispiel einen guten Stellplatz zu finden. Aber da muss ich auch erstmal so ein bisschen reinkommen, wenn man im neuen Land ist. Wird wahrscheinlich so einigen so gehen, die sich nicht so perfekt vorbereiten, so wie ich auch. Hier fängt es ja mit diesem riesen Gebäude an am Hafen und dann ist hier aber so ein kleiner Park, der einfach mit alten Kabeltrommeln, die bunt angemalt sind, schön verziert wurde. Und schon sieht so ein kleines Fleckchen gleich viel schöner aus. Die Skulpturen hier sind natürlich auch nicht ohne. Da drüben ist ja so ein schönes Holzschiff. Aber schaut mal dahinter. Ich kann leider auf dem Bildschirm nicht so richtig erkennen, ob ich nah genug dran bin, aber ich glaube schon. Ist das nicht ein klasse Holzhaus? Jetzt bin ich auf dem Radweg, der dann gegenüber von der Festungsanlage ist, wo ich heute Morgen mit euch war. Und zwar, jetzt muss ich noch an den Stromkästen vorbei, sieht man sie da drüben schon, hinter diesem Mühlrad. Ich fahre mal noch ein bisschen heran, dann geht's besser. So, von hier sieht man die Anlage dahinter jetzt ganz schön. Mit der Wallanlage dort. So, jetzt müsste man es gut erkennen. Und dann war hier diese Mittelinsel mit dem Mühlrad dazwischen. Und diese kleine Insel hier direkt vor mir war die, wo auf der Rückseite dann der Fels und die Mauer war. Hier nochmal so zwei kleine schnucklige Häuschen direkt am Hafen. Neben diesem kleinen Löschboot. Ist das nicht ein klasse Ausblick auf die Kirche? Durch den Park, die Tore, die hier vorne sind, es ist doch klasse. Schaut euch diese Kirche an. Ist ja ein echter Palast. Ja,
und vor der Kirche Richtung Eingang gebaut. Dann nochmal hier so ein kleiner, feiner Springbrunnen. Ich schwenke jetzt nur einmal hoch vom Brunnen bis zur Kirchturmspitze, weil ich das sonst irgendwie nicht anders aus dem Bild kriege. Hier nochmal ein kleiner Blick auf den Fluss. Die schönen Bötchen, die hier liegen. Die Brücke, die ich so gut fand. Die Neubauten, da sind auch ganz schick. Und. Ich bin hier jetzt wieder unterhalb der Festung Gammelby, heißt sie, glaube ich, richtig. Und würde sagen, es ist jetzt 16 Uhr, der Tag neigt sich für mich definitiv dem Ende zu. Ich muss ja noch zurück zum Bulli. Und würde sagen, das war's hier aus Frederikstadt. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir. Und würde sagen, wir sehen und hören uns im nächsten Video. Dann hoffentlich weiter aus Norwegen. Macht's gut, euer Markus.